da sind wir wieder zum nächsten Let's Paint, und zwar in Let's Paint Nummer 27. Das letzte Mal hatte ich hier schon eine Character Card Karte gekartet, gezeichnet, und hier kommt die nächste, und zwar von Jericho. Ja, das ist jetzt der neu hinzugekommene Protagonist in den neuen Kapiteln. Und habe mir gedacht, naja, jetzt wo ich ihn mal eingeführt habe, kann ich eigentlich auch mal eine Character Card Karte. Die heißen Character Cards. Und nicht Character Card Karte. Oh, Junge. Mal von ihm zeichnen. Und das tue ich hier im Hintergrund. Wann es die zu kaufen gibt, werde ich bekannt geben, wenn es denn soweit ist. Sie gehört übrigens jetzt auch zu den anderen 5 Character Cards dazu, die ich vorher schon gezeichnet habe. Das wird dann, also die werden alle in diesem Stil sein, sodass die Charaktere so ein kleines bisschen vorgestellt werden. Und das wird dann ganz viele davon geben. Irgendwann, also ich werde dann von jedem Charakter mal eine Karte zeichnen. Und die Blümchen, die an der Seite sind, die passen übrigens immer zu dem, der dem daneben ist. Also die kann man dann quasi so zusammenpuzzeln. Hihi, kleines Gimmick, scheißegal. Ja, auf jeden Fall. Ich bin jetzt wieder hier und bin wieder dabei, eure Fragen zu beantworten. Und ich glaube, wir fangen am besten auch gleich da mal da an. Yes! Hier wieder, Manka. Jo, danke! Ich hätte mal eine Frage. Auf welche Cons seid ihr demnächst anzutreffen? Eure Cosplays sind so episch. Danke! also... Auf welche Cons wir gehen? Nochmal, das habe ich bestimmt schon 5000 Mal gesagt, aber ich sage es gerne nochmal. Also, meine Hauptconventions sind die Leipziger Buchmesse und die Conichi. Da versuche ich halt immer hinzukommen, aber das hängt halt immer davon ab, ob ich einen Stand kriege oder nicht. Also auf die LBM, auf die Leipziger Buchmesse, ich muss aufhören, das als Abkürzung zu sagen. Auf die LBM gehe ich auf jeden Fall. Da hält mich nichts von ab, unabhängig davon, ob ich einen Stand kriege oder nicht. Konichi hängt eben immer sehr davon ab, ob ich einen Stand kriege. Dann gibt es auch noch die Animuk, auf die ich gerne gehe, und die MMC. Oder beziehungsweise Animako, oder war ich selber noch gar nicht. Wie gesagt, da hängt es halt auch sehr davon ab, ob ich einen Stand kriege. Wenn ich keinen kriege, fahre ich nicht hin. Aber bei der Animuk hat es bisher eigentlich immer geklappt. MMC hat es jetzt Gott sei Dank auch geklappt. Ja, und von daher, also das sind so die Conventions, auf die ich gerne gehe. Dann hätte ich noch hier die D-Deko gehabt, weil die einfach in der Nähe war und das hat sich angeboten, da mal hinzufahren. Aber ob ich das jetzt regelmäßig mache, weiß ich nicht. Ja, das sind so die Hauptsachen. Aber wenn ihr das nochmal nachschlagen wollt, ich habe auf der Homepage, linke ich in der Videobeschreibung, habe ich einen Tourplan hingeschrieben. Also da könnt ihr mal ganz genau nachverfolgen, wo ich hingehe, wann ich dort bin und in welchen Städten das ist. Also könnt ihr mal ganz genau sehen. Ich könnt mich ja beim Stand besuchen, wenn ich einen habe. Aber auch nochmal zu der Thematik. Wegen den Cosplays, ich selber cosse auf Conventions eigentlich nicht mehr. Das ist einfach dem geschuldet... Das ist einfach dem geschuldet, dass es mir mittlerweile zu anstrengend geworden ist. Also ich habe das letzte Mal auf der Conichi, vorletztes Jahr habe ich das letzte Mal gekost. Danach eigentlich nie wieder. Das hängt einfach damit zusammen, wie gesagt, es ist mir zu anstrengend geworden, dass das ganze Kosten und... Die Kostüme zu transportieren und das viele Schminken und es ist mir, wie gesagt, einfach zu anstrengend. Ich bin eigentlich immer noch ein großer Fan vom Cosplay und ich mache es auch gerne noch bei Fotoshootings, aber ich selber koste auf Conventions eigentlich nicht mehr. Es ist nicht in Stein gemeißelt, es kann sich jederzeit nochmal ändern, ich weiß es nicht. Wenn sich das anbietet, dass ich auf einer Convention nochmal was mache, dann würde ich das auch tun. Also wenn jetzt zum Beispiel mal irgendwie eine größere Force-Instance-Gruppe ist, in die ich mich mal setzen kann, das wäre natürlich total episch, wenn wir das mal hinkriegen könnten. Aber das ist alles Zukunftsgedöns und das ist halt, wie gesagt, alles nicht fest. Bei Misu ist das noch ein bisschen anders. Also sie kostet auf Conventions eigentlich immer noch sehr viel. Und auch regelmäßig, aber ich habe irgendwie von ihr auch schon mitgekriegt, dass sie das auch ein kleines bisschen reduzieren will. Dass sie jetzt mehr so in die Medienrichtung geht, mehr Fotos machen will, Videos machen will und solche Dinge. Und vielleicht auch ein bisschen noch in die Künstlerecke mit reinkommt. Das werden wir dann sehen, aber ich wollte halt nur noch mal sagen, es kann sein, dass wir zusammen
wahrscheinlich eher in Zivil auf einer Convention anzutreffen sind und nicht mehr im Cosplay. Es tut mir auch sehr leid für alle, die unsere Cosplays total schön finden. Und ich habe schon so viel Lob von euch bekommen, dass ihr das alles so super findet, wie wir das machen und dass wir so toll aussehen und bla. Nicht enttäuscht sein. Es wird noch Fotos von unserem Cosplay geben, aber wir werden wahrscheinlich auf Conventions so nicht mehr anzutreffen sein. Für jetzt. Es kann sich immer wieder ändern. Von daher, gut, so viel dir zu dem Thema. Kommen wir zur nächsten Frage. Cosplayst du eigentlich? Ups. Ja gut, der Frage habe ich jetzt gerade ein bisschen vorausgegriffen. Das konnte ich jetzt nicht wissen. Die Frage ist, cosplayst du eigentlich im Moment? Wenn ja, wen? Also das hatte ich ja eigentlich schon beantwortet in der Frage vorher. Auf Conventions halt nicht mehr. Aber ich cosplaye insofern noch, dass ich Force Instance Charaktere cosplaye. Also vor allem Abel und Noelle, da ist demnächst ein Fotoshooting angesetzt. Wo dann auch, also die Fotos werdet ihr natürlich auch alle zu sehen kriegen, wenn sie alle fertig sind. Aber das ist halt momentan so das, was ich cosse. Ich werde wahrscheinlich auch Carmen nochmal cossen, wenn ich dazu komme. Man sind das viele Karlaute hier. Ja, also das ist das, was ich im Moment mache. Mehr ist dazu nicht zu sagen. So, nächste Frage. Magst du Hund oder Katze? Soll ich mich jetzt entscheiden? Definitiv Katze. Ich mag keine Hunde. Hunde sind. Hunde sind Hunde halt, ne? Und Katzen sind Katzen. Das ist die genialste Antwort, die ich jemals gesehen habe. Ich mag Katzen einfach viel lieber, weil die sind halt flauschig und wuschig. Und oh, und die schnurren und die legen sich einfach irgendwo hin. Und ich mag Katzen, aber ich habe leider keine eigene. Die Miso hatte mal eine Katze gehabt. Die war schon ziemlich alt und die war ein bisschen dizzy, aber ich fand die cool. Ich hätte auch ganz gerne eine Katze, aber ich fürchte mich halt immer so ein bisschen davor, dass sie so viel hart und dass man dann so viel sauber machen muss. Wisst ihr, was ich meine? Ich hätte lieber Meerschweinchen. Meerschweinchen sind cool. Ich will Meerschweinchen. Okay, gut. Ja, es ist vielleicht ein bisschen kurz geantwortet, aber ihr wisst, was ich meine. Ich bin kein Hundefreund, ich bin der Katzenfreund. So.